geht's ab in den Urlaub. Ich bin jetzt wieder am Start, Söri. Oh, Stüssel. Ich bin am Stüssel. So, ihr Lieben, jetzt gibt's noch mal ein paar Infos zum Hotel. Das R2 Pajara Beach ist ein sehr großes 4-Sterne-Hotel mit 387 Zimmern, geeignet für Familien und Paare. Besonders gefallen hat mir da die wunderschöne grün bepflanzte Anlage mit den vielen Palmen. Und ich liebe ja Palmen sehr. Am Pool waren wir leider nur einmal, da dieser im September sehr voll war und man direkt morgens um 7 Uhr schon seine Liege mit dem Handtuch reservieren musste, um einen Platz zu bekommen. Und da hatten wir keine Lust drauf und fanden den Strand sowieso viel schöner. Und das Hotel liegt ja auch direkt an einem tollen Sandstrand mit direktem Strandzugang. Man musste einige Treppenstufen hinuntergehen, um dorthin zu gelangen. Der Nachteil war leider für uns, dass wir somit das All-In-Angebot nicht hundertprozentig nutzen konnten, da es ja am Strand keine Bar gab. Und am Pool gab es leider keine freie Liege für uns, weil man die halt morgens reservieren musste. Das fanden wir sehr schade. Das Essen war aber sehr gut und man hat immer dort was zu essen gefunden, sowohl zum Frühstück als auch zum Abendessen. Da musste man nur leider auch ab und zu Schlange stehen, weil das Hotel ausgebucht war zu dieser Jahreszeit. Das fanden wir halt ein bisschen blöd, aber ansonsten hat sich das schon gelohnt, weil das Essen sehr gut war. Ich habe leider vergessen, eine Roomtour zu filmen. Ja, deswegen zeige ich euch hier jetzt ein paar Fotos vom Zimmer. Die Zimmer waren sehr groß, das Bett war bequem und das Badezimmer im Marmorlook, das hat uns auch sehr gut gefallen, das war auch super. Ja, der Ausblick vom Balkon auf den Sotavento Beach, der war perfekt. Von hier aus konnte man auch die vielen Windsurfer sehen. Unser Fazit zum Hotel ist, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Wem der Strand wichtig ist, so wie uns, der macht da alles richtig. Man wird immer satt, das Zimmer ist groß genug, also man kann da auf gar keinen Fall was falsch machen. Und wir geben dem R2 Pajara Beach auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir würden allerdings trotzdem für unseren nächsten Fuerteventura-Urlaub ein kleineres Hotel wählen, weil wir gemerkt haben, dass wir es generell schöner finden, in einem kleineren Hotel Urlaub zu machen, weil es zum einen persönlicher ist und weil es auch ein bisschen anstrengend ist mit so vielen Leuten, wie wir schon sagten, mit dem Liegen reservieren. An sich können wir aber so an dem Hotel nichts aussetzen und würden es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Für uns war es auf jeden Fall ein rundum schöner Urlaub. Guten Morgen. Morgen. Versuch 500, heute Morgen mal die Drohne steigen zu lassen. Noch ist es windstill. Los, 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 wir haben keine Zeit. Los, 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 los. Komm, 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 komm.
und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von der schönen Insel Fuerteventura. Und wir machen schon unseren ersten Ausflug heute. Wir haben uns ein Auto ausgeliehen und sind schon an unserem ersten Punkt hier angekommen. Und zwar am Popcorn Beach. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Das Popcorn. Oh, ich hab's falsch gemacht.